Hallöchen. Wir gehen jetzt nach dem Training zusammen Schlittschuh fahren. Das machen wir fast 5-mal täglich. Deswegen können wir das auch voll gut. Es geht eher darum zu gucken, wer als erstes hinfällt. Aber ja. Ich bin da recht zuversichtlich, was mich betrifft. Ja, tipp ich auf Tatjana. Ich tippe eher auf Tatjana. Ich tipp auf Tatjana. Ich gehe schon mal üben. Tschüss. So, los. Guten Tag. Wir sind die drei Damen vom Grill. Ich würde Ihnen gerne Schlittschuh laufen. Ja, ich bin auch viel sportlicher. Seien Sie viel sportlicher. So, los geht's. Super, danke. Dank. Danke. Das Geld haben wir später. Schokolade. Ja, du musst ja auch vorher versorgen. Ein. Ja. Wow. Vielen Dank. Nickel, was machst du denn? Nickelmann. Nickel, was machst du denn? Also vielleicht merkt man sofort die Prinzessin vom Schloss, ne? Das hat irgendwie abgefärbt. Das mit dem Schlittschuhlaufen, das hat sich so ergeben, dass meine Eltern mit mir aufs Land, aufs Umland von München gezogen sind und die Eltern von einem Freund von mir, die hatten so einen Fischweiher, aber er war relativ groß und da war ein Flutlichtmast und dann haben wir abends uns immer Tee mitgenommen nach der Schule und sind da runtergegangen, haben das Eis freigeräumt vom Schnee und sind da Schlittschuh gefahren und zwei von meinen Freunden haben früher Eishockey-Bundesliga-Jugend gespielt und von da wurde man dann ganz gut gefordert und auch gefördert und deswegen, das hat wahnsinnig Spaß gemacht einfach. Also ich versuche, je nachdem wie groß das Drehpensum ist, immer mal wieder auch im Sommer hierher zu kommen und hier Schlittschuhlaufen zu gehen, weil es einfach Spaß macht. Wintersportarten, die ich gerne ausübe. Also da wären Skifahren, damit habe ich mit 3 angefangen, dann Snowboardfahren, dann Eishockey spielen, also Schlittschuhlaufen, dann Rodeln und Schneeballschlachten. Mädels aufreißen beim Schlittschuhfahren. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Allerdings meine Anfänge der Disco waren in der Roller-Disco und die war natürlich dafür da, aber das war dann auch mal nachmittags und so von 16 bis 20 Uhr und dann musste man auch raus und das war schon eine sehr gute Flirtbasis. So, man kann sich dann auch halten und fangen und zusammen Händchen halten, fahren und so, aber auf dem Eis habe ich es noch nicht probiert. Mit den Kollegen unternehmen wir eigentlich schon unter der Woche viel. Also natürlich drehen wir viel miteinander. Wir verbringen aber auch privat sehr viel Zeit miteinander. Man trifft sich irgendwie bei jemandem zu Hause, isst zusammen, kocht zusammen. Ich bin als Kind sehr gerne Schlittschuh fahren gegangen. Fand ich eigentlich immer cool, aber ich glaube, dass es vom Inlineskaten kommt, weil ich sehr gerne Inlineskate und auch sehr gerne Ski fahre. Und irgendwie ist es so ein bisschen der gleiche Ablauf. Also so wundervoll für dich war das jetzt hier nicht auf dem Eis, aber doch, ich kann es eigentlich ganz gut. Also ich kann mich halten. Ich will das haben. Für Tatjana wäre sowas auch gut. Ja. Aber wir können es ihm schlecht wegnehmen, ne? Ja, hier. Holst du mir das, Daniel? Ich bin also recht ländlich aufgewachsen und meine Eltern, ja, die konnten das auch oder die sind auch ab und zu Schlittschuh gelaufen und wir hatten dann einen Freund, der war schon ein bisschen älter, aber recht rüstiger Rentner und der konnte super Eis laufen und wir sind dann immer zu unserem Baggersee, der war dann zugefroren manchmal, wenn man Glück hatte, an einer bestimmten Stelle und da bin ich dann immer mit so einem, wie man das hier auch gesehen hat heute, die Kinder mit ihrem Pinguin oder so, hatte ich so ein Plastikfass, also so ein blaues Plastikfass und da habe ich mich dran festgehalten und genau, also ich glaube, so lernt man das auch. Findest
reicht, oder? Sport war jetzt eigentlich... Ja, aber gut. Haben wir gemacht. Okay, komm. Gehen wir, oder? Das war gut. Aber auch verdammt anstrengend. Aber jetzt geht man entspannt in den Feierabend, vielleicht noch schnell in die Wanne. Ja. Wie viel Uhr ist denn eigentlich? Jetzt ist... Es ist gleich 18 Uhr. Schnell nach Hause verbunden, liebe Kumpel. Ja, definitiv. Tschüss. Schnell. Tschüss. Mehr Videos finden Sie in der Das Erste Mediathek.